Heute geht's um Hunde in Videospielen und das meine ich nicht abwertend. Neues Video von PC Games zum Thema unserer Zeit, quasi wieder neues Gamergate. Auf dem Thumbnail ist hier Frauen in Videospielen niemals gut genug. Es soll, glaube ich, so auf GTA gemacht sein, weil diese Frau hier, die kenne ich zumindest nicht als Videospielfigur und die sieht auch mehr nach Foto aus, gar nicht so nach einer Videospielfigur. Aber ich glaube, es geht in dem Video hier nicht um weibliche Gamerinnen, sondern um weibliche Spielcharaktere. Frauen in Spielen, Meinung, keine Frage des Geschmacks. Warum nicht? Hä? Bei Frauen im Bett, oder Männern im Bett ist doch auch eine Frage des Geschmacks. Warum nicht auch, wenn ich die auf dem Bildschirm angucke? Ich distanziere mich. Ich bin persönlich gegen Menschen in Videospielen. Also ist jetzt persönliche Anekdote, wenn ich einen Spielcharakter auswählen darf, ich tendiere immer eher zu den Nichtmenschlichen. Ich nehme lieber irgendeinen einen Dämon oder eine Echse oder einen Geist oder was man halt so findet, ein Dinosaurier. Ich nehme immer eher so tierische Charaktere oder so Fabelwesen. Ich mag nicht Menschen spielen, ich finde das langweilig. Wenn es die Möglichkeit gibt, dann nehme ich immer irgend so eine andere Spezies oder so einen Mutanten oder so. Und wenn, dann finde ich meistens die Frauen und die Menschen gleich langweilig. Aber wenn ich so irgendwie so einen Street Fighter oder Tekken oder so spielen müsste, dann wähle ich ja nicht die menschlichen Figuren aus. Dann nehme ich schon eher so, ne, Blanka zum Beispiel in Street Fighter oder so. Sowas würde ich dann anklicken. Oder in Soul Calibur Necrid. Ne, da fand ich auch gut. Sowas halt. Auf solche stehe ich dann. Die würde ich nehmen. Bei Dota auch. Also ich habe schon auch manchmal Omni Knight gespielt und so. Aber ich finde schon, dass der scheiße aussieht. Also ich will lieber welche, die nicht wie Menschen aussehen. Aber egal, vielleicht will ich auch den hier spielen. Hallo, ich bin Christian, Gründer von Krotus Computer. Hallo. Seit fast 9 Jahren. Fertig. Hallo Christian, Gründer von Skrotus Computer. Zeig mal dein Skrotus. Wir mit viel Liebe zum Detail, individuelle Gaming-PC. Ein bisschen leise, oder? Abgestimmt. Überzeuge dich selbst und schau auf unserer Website vorbei. Danke für diesen blöden Computer. Frauen haben nicht alle so große Hintern. Ich will keine alte spielen. Oh, die ist getriggert. Guck mal, man sieht direkt schon, die moderiert das nicht nur so an, dass sie denkt, sie liest das interessiert vor, sondern sie ist echt abgefuckt. Sie nimmt echt ihr Handy, eine scheiß Nazi-Männer, die diese Spiele spielen müssen. Die haben jetzt gefälligst eine Frau zu spielen, ob die wollen oder nicht. Hauptsache, die Weiber sehen geil aus. Lucia ist ja schon eine Hübsche. Ich habe mir schon 7-mal Wer ist Lucia? Einen auf sie runtergeholt. Was für ein erbärmlicher Spacko. Wer wichst denn auf eine Videospielfigur und erzählt das dann noch im Internet? Was für ein Loser. Geht doch nichts über einen GTA 6 Trailer, um sich kollektiv darauf zu besinnen, dass... Stimmt, habe ich im Stream geguckt, da wurde eine Frau gezeigt, ne, die wo im Gespräch war, ob man die spielen wird. Ist mir so scheißegal, ey. Solange ich bei GTA Leute erschießen kann, ist mir das doch egal, wie mein Charakter aussieht. Solange ich Passanten erschießen kann, alles gut. Frauen Objekte sind. Sicherlich springen mir solche... Die spielt man, ne? ...die Kommentare... Ja, es juckt doch. Man sieht die ja eh immer von hinten. Also. Eher ins Auge als anderen Spielern. Immerhin fühle ich mich direkt... Guck mal, da seht ihr? Mir solche Kommentare eher ins... Also die ist mir egal. ...Auge als anderen Spielern. Hier, die sehe ich ja. Und denen wird allen in den Kopf geschossen, wenn ich das Spiel kriege, ne? Also, können aber Gift drauf nehmen. Immerhin fühle ich mich direkt angesprochen, wenn jemand sich über die Anwesenheit einer bebrüsteten Heldin echauffiert. Ist mir doch egal. Über die Zeit habe ich so sehr viele mehr oder weniger amüsante Begründungen für Frauenhass gehört, die ich nicht... Hä, aber, also, das sind ja Games, die habe ich... Die Games mit Frauen habe ich ja meistens gar nicht gespielt. Ich bin ja so mit Nintendo aufgewachsen, ne? Da waren ja eh oft so Figuren Donkey Kong und sowas, ne? Also gut, es gab auch männliche Helden, bei denen ging es mir nie ums Aussehen. Ich finde jetzt nicht, dass Mario und Link besonders hübsch sind oder so. Metroid hat mal eine Frau gespielt. Ich habe auch bei Smash Bros. Gerne mal Peach gespielt. Die spielt sich halt gut. Es ist mir jetzt nicht so wichtig, dass sie die Prinzessin ist. Ist halt ein cooler Charakter. 100 über den Strand ballern hier. Genau das. Und wer dann in dem Auto drin sitzt, juckt doch. Nur mit euch bei Portal spielt man eine Frau, stimmt. Ist mir auch total egal, wenn man bei Portal ist. Ist Ego-Perspektive und?
Das könnte sonst wer sein. Sondern auch meinerseits kommentieren möchte. Das ist allerdings kein... Aber bisher war der Beitrag jetzt noch nicht so schlimm. Also wir sind jetzt schon eine Minute drin und hat viele Dislikes. Vielleicht ja ungerechtfertigt. An dieser Stelle sei schon mal gesagt, ich weise das zurück, dass hier behauptet wird, Leute wollen immer wen spielen, der wie sie selber aussieht. Ich kann als Mann sehr wohl Frauen spielen und ich kann auch als Weißer sehr wohl Donkey Kong spielen. Prost auf dich. Ein Phänomen, das GTA alleine betrifft. Immerhin ist es seit dem ersten Teil der Reihe das erste Spiel von Rockstar mit einer weiblichen Hauptrolle. Lasst mich daher einen Rundumschlag wagen, der aufzeigt, wie für Frauen und Männer in Videospielen zwei verschiedene... Bitte nicht canceln, also falls ihr canceln wollt... Ich hab nur einen Joke gemacht, auf jeden Fall. Das war nicht witzig. Maßstäbe gelten. So habe ich mir erklären lassen, dass Aloy aus Horizon Zero Dawn definitiv keine gute Jägerin sein kann. Ja, und die Haare sind auch viel zu verfilzt, also das geht ja auch nicht, ne? Im Schnitt sind Frauen im... Guck dir das an, Alter, diese Haare hier bei einer Weißen, die Hand und die Haare, Alter. So eine Drecksau. ...nicht schwächer als Männer. Sie würden gegen einen männlichen Kollegen also in jeder Hinsicht unterlegen sein. Ja, aber was egal ist, weil die ja Waffen haben, oder nicht? Die kämpfen doch eh nicht mit den Händen. Wenn die nicht nachher haben, ist egal, oder? Außer im Spiel muss doch nicht realistisch sein. Also, Mario kann auch nicht so hoch springen, wenn er ein Mensch wäre. Na und, macht Spaß. Hä? Und es ist ja auch klar, dass wenn Frauen im Schnitt schwächer sind als Männer, alle Frauen schwächer sind als alle Männer. Alter, wer sagt denn das? Oh Junge, keiner hat das jemals behauptet. Der schwächste Mann ist ja schwächer als die stärkste Frau. Huh, wow. Niemand hat das jemals was anderes behauptet, aber... die Leute, die oben an der Spitze sind, die Top-Sportler, da gewinnen die Männer, im Durchschnitt gewinnen die Männer. Und wenn der schwächste Mann und die schwächste Frau gegeneinander kämpfen lässt, gut, das wäre ein bisschen daneben, aber... ja, trotzdem, ne? Hä? Wenn ich jetzt gegen eine Kampfsportlerin kämpfen müsste, würde ich natürlich verlieren. So, aber wenn ein männlicher Kollege vorbeikommt, gewinnt er wahrscheinlich. Also, sagt doch keiner. Was? Ja, wie gesagt, und bei GTA, da geht es ja nicht darum, die Passanten zu schlagen. Man greift die ja mit Messern und Pistolen an und sowas. Es ist auch egal, wenn man als Jägerin und Einzelkämpferin erzogen wird und die gesamte körperliche Entwicklung davon geprägt ist. Ja, hä? Und? Daneben beschreibt... Natürlich gibt es Jägerinnen. Gab's auch in der Geschichte. Wow, Frauen konnten auch jagen. Wie gesagt, wenn sie eine Waffe haben, einen langen Speer oder ein Messer oder so, dann können die schon auch ein Tier töten. Ein Fuchs ist jetzt auch nicht besonders groß. Kann man schon, ja. Andere Aloy als zu flach geschrieben, zu stoisch, zu einseitig und... Hä, aber ist doch geil, wenn die stoisch ist. Was? Langweilig. Auf mich wirkt das hingegen authentisch, wenn man ohne Freunde und echte Sozialisierung aufwächst. Ausgestoßen vom eigenen Stamm, ohne jemals verstanden zu haben, warum. Ich habe das Spiel nie gespielt, ich kenne mich damit nicht aus. Hätte sicherlich auch Vertrauensprobleme, selbst meinen Freunden gegenüber. Als Videospielredakteurin bin ich großer Fan davon. Als Videospielredakteurin bin ich übelst abgefuckt, was man in diesem Beitrag merkt. Ich habe richtig schlechte Laune. Konstruktive Kritik an Videospielen zu üben. Was also ist mein Problem? Schon ein bisschen Rant, nur sie könnte halt ein bisschen mehr rumschreien noch. Aber das ist auch ein guter Stillframe hier, oder? Ein Problem mit solchen Aussagen. Es werden nur Heldinnen mit solchen Argusaugen betrachtet. Aha. Männliche Protagonisten, die in ihre Bärte krummeln und nicht in der Lage sind, ihre Gefühle auszudrücken, sehe ich zwar auch, aber... Ja, die werden doch auch kritisiert, von wem anders vielleicht. Oh, wow. Die Diskussion um die Authentizität ihrer Handlungen verpasst... Ey, hättet ihr das gedacht, Alter, das ist gar nicht authentisch. Krass. God of War. Der verhält sich ja gar nicht wie ein normaler Mann. Der Gott. Ne? Ein Gott... ist gar nicht realistisch normaler Mann. Wow, echt? Das ist ja krass. Hasse ich regelmäßig. Kratos darf als kompletter Soziopath in jeglicher Hinsicht überreagieren und seinen Sohn emotional missbrauchen, ohne dass sich Spieler über... Ohne dass das Jugendamt kommt und sagt, so Herr God of War, jetzt reicht's aber. Vermeintlich schlecht geschriebene Person aufregen. Und mir geht es nicht darum, dass... Es geht auch nicht darum, ob er sympathisch ist. Der kann ja auch ein realistischer, menschlicher Wichser sein. Cholerische Hauptfigur, die man nicht mag. Breaking Bad ist auch... Walter verhält sich auch nicht immer richtig, aber es ist halt eine gute Serie. Auch wenn man jetzt sagt, okay, das war ja gar nicht alles so sympathisch, was er gemacht hat. Dass
alle männlichen Charaktere jetzt super sensibel sein müssen, sondern... Na komm mal, der Sohn ist doch sensibel. Dass weibliche Charaktere ebenfalls auf einem Spektrum existieren dürfen, die nicht stereotyp weiblich sind. Ja, okay. Ellie aus The Last of Us. Aber das gibt's doch schon lange. Hier, aus meiner Kindheit. Kennt ihr diese Figur? Da. Sheik. Legend of Zelda Ocarina of Time. Ist eine Frau. War größter Badass der ganzen Serie. Schon geil. Oder hier. Hier, wer beschwert sich darüber? Samus Aran, hier. Gut, man sieht nur hier in manchen Settings, dass das eine Frau ist, ne? Oder hier sieht man das so, oder die setzt den Helm ab oder sowas, ne? Macht hier sowas, aber ist doch okay gewesen. Hä? War jetzt nicht stereotyp weiblich, aber war alles cool, hat sich doch keiner darüber beschwert. Es nimmt laut mancher Spieler in Part 2 absolut unrealistische Züge an. Mhm. Plötzlich. Also es war keine Kritik an Kratos, es war eine Kritik daran, dass die Community sich nicht genug aufregt. Dass die Community, die sagt, bei Last of Us die Hauptfigur finde ich doof, dass die nicht auch sagen, bei God of War die Hauptfigur finde ich doof. Könnten die ein bisschen öfter mal sagen, unrealistisch, ist ja nicht in Ordnung. Also es gibt so viele unrealistische Spiele, bei Kirby zum Beispiel, wie viel der einsaugen kann, ist das gar nicht so realistisch. Dass die bei Rennspielen nie tanken müssen, sehr unrealistisch auch. Ne, alle sowas halt. Manchmal hat man Pistolen mit unbegrenzter Munition, sehr unrealistisch, keiner beschwert sich. Ist sie super hart, rücksichtslos und gar nicht mehr nahbar und ihre Entscheidungen... Ja, vielleicht ist sie durchgeknallt, ist doch okay. ...Bauchschmerzen aus. Einigen scheint die Charakterentwicklung vom hilflosen Sidekick zur erwachsenen Frau unrealistisch. Wieso? Wieso, wenn die eine Macke hat, dann kann das doch passieren? Manchen Leuten die weiblich-kindliche Rolle aber besser, die sie im ersten Teil als großer, starker Mann beschützen können. Andere vergessen vielleicht, dass Ellie... Also der Spieler kann als großer, starker Mann so eine... Oder nee, bei Last of Us spielt man zwei, ne? Ich finde das immer kacke, wenn man so andere Figuren beschützen muss im Spielen. Das ist immer übelst nervig, die laufen immer so langsam und... Die machen immer irgendwelche dummen Entscheidungen, man muss die dann beschützen und so, dann bringen die sich selber um und sowas. Die in einem postapokalyptischen Umfeld aufwuchs, ihr alles im Leben genommen wurde und am Ende ihre einzige Bezugsperson stirbt. Ja, das Blöde ist halt, ich habe das nicht gespielt. Ich kann da jetzt nicht wirklich fact-checken oder so. Im Chat wird schon ein bisschen gemeckert. Sagt jemand, sie war ein Kind, klar hat er sie beschützt. Okay. Der erste Teil war 1000-mal besser. Kirby vermittelt wirklich unrealistische Schönheitsstandards, ja. Frauen sind einfach toll. Ich finde auch. Viele Frauen sind einfach toll. Ja, Ellie ist im zweiten Teil durch. Schuldgefühle und Hass ist quasi der Motor der Handlung. Okay? Lass doch einfach die Videospiele raus. Da hätte irgendwer noch was gesagt, glaube ich, dass... warte, wo ist das? Was wird hier noch gesagt, dass irgendwie... Finde ich gar nicht. Irgendwie eben ein Kommentar ist mir eben ins Auge gekommen, aber wir wollen eine Heldenreise. Ja, eine Heldinnenreise kann es auch sein, ist mir ja egal, von mir aus, aber ja gut, ich finde das jetzt nicht mehr. Aber irgendwie wurde gesagt, dass, glaube ich, dass der männliche Haupttyp in Last of Us auch unbeliebt war oder so. Ich, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Das ist, glaube ich, PlayStation oder so, ne? Ich habe nur eine Switch. Also bei Slay the Spire ist es mir relativ egal, welches Geschlecht die haben. Wenn wir mal zeigen hier. Da gibt es einen Mann, zwei Frauen und einen Non-Binären. Hier. Und zwar sind es hier diese. Es gibt einmal den Ironclad, der ist, glaube ich, ein Mann. Dann gibt es den Watcher, das ist eine Frau. Dann gibt es den Silent, das ist auch eine Frau. Das ist sie hier. Und dann gibt es den Defect, der ist halt eine Maschine, deswegen hat er auch kein Geschlecht. Und mir ist egal, ich spiele die alle vier gerne. Mir ist es schnurzpiep egal, dass der Watcher eine Frau ist. Ja und? Das Kartendeck ist cool. Mir doch egal. Ein Rachefeldzug, der jegliche Empathie missen lässt, ist nicht besonders weiblich. Nein, aber... Ja, na und? Besonders männlich? Weiß ich nicht. Ist besonders unrealistisch. In einem Rachefeldzug wird man ja auch irgendwann aufgehalten, ne? Dass man so lange mit dem Rachefeldzug durchkommt, das ist ja generell unrealistisch, aber ich dachte, soll die jetzt besonders weiblich sein oder nicht? Also soll die Ellie jetzt so einen Rachefeldzug machen oder soll sie es nicht machen? Also wo ist das Problem, hä?
Er ist auch nicht besonders männlich oder überhaupt männlich. Er ist halt psychopathisch einfach. Natürlich, wenn wir schon dabei sind. Ein Missverständnis. Ich habe hier übrigens gar nicht mich bei Riesenknirps bedankt. Dankeschön. Und bei Effrich. Auf das ich oft gestoßen bin, ist, dass Ellie eine starke Frau sei, die komplett überzeichnet wurde. Ellie. Das sagt man aber nicht. Das habe ich von Caroline Kebekus gelernt. Man soll auch nicht Powerfrau sagen, weil das suggeriert dann, dass es auch Frauen gibt, die nicht Powerfrauen sind. Und man würde ja auch nicht Powermann sagen. Ne, das stellt schon das Geschlecht heraus und suggeriert, dass die anderen Frauen keine Power haben. Und wenn jetzt hier starke Frau sagt, alle Frauen sind stark. Die ist vielleicht eine noch stärkere Frau als die anderen Frauen, die eh schon stark sind. Die ist aber keine starke, sondern eine gebrochene Frau. Ja, eine Bekloppte ist die. Dafür braucht es ein schweres Trauma und keine Aussicht auf Hoffnung. Ich denke, diese Kästen kann man abhaken und nicht ohne Grund. Ja, aber das macht doch Spaß, sowas zu spielen. Man will das nicht selber sein, aber ey, wenn ich in ein Videospiel gehe, dann will ich doch Sachen machen, die ich im echten Leben nicht mache. Also selbst wenn man Sims spielt, dann bringt man doch die Nachbarn um. Und im echten Leben weiß ich halt, ich darf das halt nicht. Ich kann nicht einen Pool buddeln und den Nachbarn sagen, hier, ihr geht da jetzt rein, ha, keine Leiter und dann zugucken, darf man halt nicht. Aber ich benehme mich doch nicht in Videospielen. Ich will doch ein abgefuckter Psychopath sein am Computer, der einfach alle anderen platt macht. Da kann die Story noch so daneben sein. Ich spiele in letzter Zeit wieder viel Binding of Isaac. Wenn man das mal durchanalysiert, was da alles mit dem armen kleinen Kind geschieht. Also, da sind ja alle Traumata mit drin, die man so als Kind bekommen kann wahrscheinlich. Das Spiel ist ja eigentlich, wenn man das realistisch oder ernst nehmen würde, komplett daneben einfach. Aber, naja, es ist halt ein Spiel. Also, das ist doch geil, in einem Spiel ein Psychopath zu sein, der einfach alle anderen kaputt macht. Und Ellie zu einer der authentischsten Heldinnen der Spielegeschichte küren. Aber zumindest musste Ellie sich nicht den Vorwurf der Mary Sue gefallen lassen, eine Typisierung, die die meisten Leute komplett falsch nutzen. Mhm. Den Begriff Mary Sue gibt es nicht erst, seit es Videospiele gibt. Der kommt aus dem Film. Kommt aus einer Parodie über Star Trek Fanfiction aus dem Jahr 1973 und dreht sich um weibliche Autoren, die sich selbst in einer idealisierten Version auf die Enterprise fantasiert haben. Ja, aber wenn Männer das auch machen, dann wird das ja auch lächerlich gemacht. Es gibt zum Beispiel, mir fallen da zwei Bücher direkt ein. Der eine trägt einen roten Iro und der andere ist sehr, sehr, sehr fett. Und beide haben ein Buch über sich selber geschrieben quasi, wo sie einfach vom Publikum als die größten Wichser wahrgenommen werden. Also sie quasi sich selber als Superhelden reinschreiben, der halt übelst geil ist und alles kann. Und naja, Leute sagen, na, kommst drüber wie ein Penner in dem Ding. Originale Geschichte beginnt mit... Gee, golly, gosh, Klariowski, dachte Mary Sue, als sie die Brücke... Games and More. 1998 und 1999. Also sie hat einfach irgendein Buch genommen. ...für der Enterprise betrat. Hier bin ich, der jüngste Lieutenant... Alter, sie sieht übelst gestresst aus irgendwie, oder? Was, werden die Leute da bei PC Games irgendwie wie in so einem Gulag gehalten? Sieht aus, als hätte die eine Stunde geschlafen und irgendwie da im Studio übernachtet oder so. Und kommt dann dahin und sagt, die Mary Sue, Leute, Alter, die Kommentare übelst die Wichser. Und Alter, was? Sieht echt mitgenommen aus von dem blöden Beitrag. Lieutenant der Flotte, nur 15 und ein halbes Jahr alt. Danach rettet Mary Sue die ganze Gruppe mit einer Haarnadel und gewinnt den Friedensnobelpreis für das perfekte... PC ist halt stressig. Kombi PC... Ja, also, bevor jetzt irgendwer das falsch versteht, ich würde selbstverständlich bei einem Mann das auch sagen. Bei LeFloid sage ich auch immer, dass er müde aussieht. Aber das hat einen ähnlichen Vibe irgendwie. Also, sie sieht echt aus, als wäre sie, weiß ich nicht, als wäre sie voll gestresst bei dem, was sie da macht. Perfekte Kommando auf der Enterprise, während alle anderen auf der Krankenstation liegen. Seither verkommt der Name Mary Sue zum Schimpfwort, das man jeder weiblichen Figur antackert, die einem nicht in den Kram passt. Aha, jeder. Jede weibliche Figur, die mir nicht passt. Was sind denn so weibliche Figuren in Spielen, die mir nicht passen, die mir einfach auf den Sack gehen? Boah. Ich finde in Mario-Spielen Peach übelst nervig, aber ich finde sie in so Smash Brothers finde ich die cool. Da spiele ich die gerne. Aber sonst ist halt nervig. Ah, ich wurde schon wieder entführt. Ah, bitte rette mich mal. Dann bin ich da lieber Donkey Kong und rette einfach eine Bananenstaude. Sonst? Navi, stimmt. Habe ich jetzt nicht direkt als Frau wahrgenommen. Aber Alter, ist die nervig.
diese kleine bekackte Elfe, aber ne, Fairness, die Eule nervt auch. Ich glaube, die ist ein Mann. Und die Eule, Alter, einfach nur anstrengend as fuck. Was habt ihr so? Welche Spielfiguren gehen euch auf den Sack? Männliche und weibliche? Die Reporterin aus Mass Effect, das habe ich nicht gespielt. Hey, listen, ja, Alter, so ein Arschloch. Das ist keine Mary Sue, das ist einfach so eine nervige Scheißkugel. Eine Tingle ist wiederum irgendwie witzig, weil der halt so ein Meme ist. Lydia bei Skyrim, weiß ich nicht mehr, wer das ist. Die Eva Braun aus Wolfenstein, ich glaube, das ist auch eine Mary Sue. Eva Braun, du blöde Mary Sue, was soll das? Anti-Mage nervt, stimmt, der ist ein Kerl und ist einfach ein abgefuckter Scheiß-Hero. Das Konzept lässt sich auf Videospiele aber nur bedingt anwenden. Denn die meisten Spiele sind so designt, dass man als Spieler nun mal alle Herausforderungen meistern muss, die einem die Welt vor die Füße schmeißen. Nee, man muss nie alle. Das ist ja das Blöde. Es gibt ja immer diese Penner, die sagen, sie haben ein Spiel durchgespielt und dann haben sie aber nur die Hälfte, haben sie nur die Main Story. Ich mache immer alle Nebenquests. Ich will die immer auf 100% haben. Aber mir fällt kein Spiel ein, wo man 100% machen muss. Meistens gibt es irgendwie voll wenige Hauptquests und ganz viel Nebenquests. Und dann gibt es immer Leute, die Nebenquests nicht machen. Ich hasse diese Leute einfach. Es gibt nur wenige Ausnahmen, in denen wir wirklich scheitern können. Wie in The Witcher 3, wenn wir aus besten Absichten eine Entscheidung in einer Quest treffen, dann aber vor Tatsachen gestellt werden, die nicht zum typischen Videospiel-Klischee passen. Andere Spiele zwingen uns sogar zu scheitern, wie die Dead Redemption-Reihe. Diese Ausnahmen zählen zu Recht als erzählerische Meisterwerke. Übrigens, eine Zeit lang habe ich gerne Hitman gespielt. Ist sehr unrealistisch. Also ich meine, ne, der Mann ist schon optisch leicht erkennbar. Der hat so einen Strichcode auf den Hinterkopf tätowiert. Und der killt einfach einen nach dem anderen. Ey, du bist einfach so ein erfolgreicher Serienkiller, aber trotzdem wirst du irgendwie nie festgenommen. Das ist schon sehr unrealistisch. Wie viele Leute ich schon in irgendwelche Kühltruhen gelegt habe und so. Dass ich trotzdem nicht verhaftet wurde bei Hitman, unglaublich. Ja. Außerdem müssen die Charaktere in Spielen nie furzen. Das ist auch echt unrealistisch. Häufiger. One Hit Woman. Wie gesagt, wäre mir auch egal, würde ich auch spielen. Solange ich andere Leute tot machen kann, alles gut. Da porträtieren Spiele einen inneren Konflikt und Scheitern der Helden durch Dialoge und Zwischensequenzen. Eigentlich ein altbewährtes Stilmittel. Trotzdem titelte die Zeit, dass Lara Croft eine unrealistische Kampfmaschine sei und das Was? Ich dachte immer, Tomb Raider wäre voll beliebt gewesen. Ist nicht? Das habe ich auch nicht gespielt. Das ist halt auch so ein PlayStation-Titel. Spiel an der Psychologie scheitere. Denn wie kann es sein, dass ihre anfänglichen Hemmungen zu töten nach einiger Zeit komplett egal sind? Ist das etwa klar? Das ist Psychopathie. Also die ist voll getriggert. Klassische Videospiellogik? Man könnte es auch als Charakterentwicklung bezeichnen. Wenn ich darüber nachdenke, eine wirklich ultra-authentische Person zu spielen, die bei jedem Schusswechsel einen Nervenzusammenbruch erleidet und wahlweise noch ständig daneben schießt, weil sie... Nee, wie gesagt, ich will einen Psychopathen spielen. ...keinen Umgang mit Waffen gelernt. Es ging um den Reboot 2013. In einer Sekunde weint sie, weil sie das erste Mal einen Menschen erschossen hat und dann Minuten später erschießt du Leute am laufenden Band später mit Schrotflinte und Maschinengewehren. Das ist, dann ist vielleicht doch die Kritik, dass das so schnell geht, ne? Weil das mal mit der Zeit abstumpft, das passiert schon, aber wahrscheinlich nicht innerhalb von ein paar Minuten, ne? Das dauert wahrscheinlich eine Weile. Dann löst das keine Freudensprünge in mir aus. Ich will in einem Spiel ja durchaus noch Spaß haben. Bei Nathan Drake muss ich mich mit der Diskussion um seinen psychischen Zustand nicht auseinandersetzen, wenn er ähnlich viele Leute kalt macht wie Lara Croft. Aha. Denn niemand redet darüber, dass er ohne jegliche Gewissensbisse hunderte Feinde über den Haufen ballert. Aber hat der beim ersten Kill geheult und beim zweiten Kill direkt losgeballert? Oder hat der von Anfang an einfach den Psychomodus aktiviert? Er heult nicht, okay. Also der killt einfach direkt. Der fängt direkt an, oder was? Ja, dann ist das wahrscheinlich einfach da, der Unterschied, ne? Dass man beim ersten Mal heult und beim zweiten Mal direkt loslegt. Beispiel Breaking Bad, ne? Walter am Anfang richtig geheult, oh, eigentlich macht man das nicht. Und danach, bam, 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 einen nach dem anderen. Aber da war ein bisschen noch so, ne? Da war schon noch eine Charakterentwicklung zwischen. Das ging nicht direkt. Er hat immerhin keine andere Wahl, denn seine Gegner sind böse und schießen auch auf ihn. Ja, aber das sind halt auch irgendwelche NPCs.
Also man hat ja bei all diesen Filmen und Spielen irgendwie keine Skrupel, wenn man irgendwen abknallt, der bisher noch keinen Text gesprochen hat. Wenn das einfach so eine Wache oder so ein Soldat ist, so wird ja wie ein Roboter behandelt. Da schießt man einfach drauf. Ne? Man hat ja nur vielleicht ein schlechtes Gefühl, wenn man denkt, der Charakter war eigentlich cool. Eine Sprechrolle gehabt oder so. Man kennt den ein bisschen. Man knallt nicht einfach irgendwen ab. Das passiert Lever zwar auch, aber hätte sie nicht wenigstens versuchen können, ein klärendes Gespräch zu führen? Aber ja, wo Nathan... Hat das jemand gesagt? ...sich heldenhaft verteidigt, scheitert Lara Croft an... Also wurde doch gar nicht gesagt, oder? ...der Psychologie. Ich habe bei meinem ersten Mord auch geheult, kenne ich. Ist klar. Inzwischen ist mir scheißegal, einfach los. Ja. Natürlich ist nicht jedes Spiel mit einer Frau in der Hauptrolle als Krone des Videospielgipfels zu verstehen. Ja. Aber wenn eine Figur nicht gut geschrieben ist... Aber Metroid halt schon, ne? Metroid ist übelst geil. Guck mal, wenn man hier Metacritic mal guckt, das ist eine Plattform, die ich, kann man so Spiele bewertet sehen. GameCube. Gibt es da nicht so einen Highscore? Einfach beim Best Games of All Times oder so? Gab es da nicht was? See All. Warte. Show More. Hier. GameCube, das war meine Zeit, das habe ich immer gespielt. Guck mal hier, das bestbewertete GameCube-Spiel jemals von allen Spielen, die es gibt. Metroid Prime, habe ich noch drüben rumliegen, übelst gut. Richtig geiles Spiel, alle lieben das. Die Hauptfigur ist eine Frau. Es ist aber einfach ein richtig gutes Spiel einfach, deswegen ist es halt beliebt. Deswegen kriegt es von ganz vielen Magazinen 100 von 100 Punkten. Hier, das hier 97%. Bestnote, Platz 1. Irgend so ein Idiot hat gesagt, dass er es nicht gut findet. Boring as hell. Lots of Backtracing. Ja, fick dich doch, Alter. Richtig gutes Spiel. Kannst mich mal. Oh, hier, das ist auch ein gutes Spiel. Habe ich auch gespielt. Aber da, also ich, wie gesagt, wenig Dimension gespielt. Resident Evil, ist das nicht auch mit einer Frau in der Hauptrolle? Oder ist das, da gibt es verschiedene Teile, ne? Habe ich nicht gespielt. Na, ist ja auch scheißegal eigentlich, aber... Ich habe bei Donkey Kong Country 3 und bei Donkey Kong Country 2 habe ich lieber Dixie Kong gespielt als Kiddy und Diddy Kong, weil die konnte fliegen mit den Haaren. Die konnte so propellern. Fand ich auch nicht schlimm, dass das halt dass das eine Frau ist. Na und? Bei 4 ist die Frau ein Nebencharakter. Okay. Ja, wie gesagt, habe ich nicht gespielt. Keine Ahnung. Das selten daran, dass es sich um eine Frau handelt, sondern daran, dass die Figur halt einfach nicht gut geschrieben ist. Danke sehr, Thief of Last Hope. Wenn man zu viele Stereotype... Frauen können auch propellern, ja richtig. Ich hätte auch gespielt, wenn Diddy einfach mit der propellert hätte und das fliegen könnte. Das wäre, solange man fliegen kann, alles gut. Wenn Charakter pappt, hat man entweder eine Parodie oder eine Ansammlung von Vorurteilen, die im schlimmsten Fall einfach nur nervt. Ja, gleichzeitig aber männlichen auch. Und schlecht tut sich Ubisoft. Alter, nervige Figuren in Videospielen, Roman Bellic. Nico, it's your cousin Roman. Let's go bowling. Übelst nervig. Was für ein Wichser. Ich war die ganze Zeit abgefuckt, dass ich den nicht erschießen kann. An dieser Stelle hervor. Mit Assassin's Creed Odyssey und Valhalla haben wir 2 Spiele mit weiblichen Hauptcharakteren. Also laut Kanon. In den Trailern und dem Cover-Art zu sehen, sind die männlichen Versionen. Denn das. Ey, ich finde aber immer übelst komisch. Jetzt, ihr kennt ja wahrscheinlich auch so Leute. Es gibt so einen bestimmten Typ Mann, der, wenn er so in Videospielen sich selber einen Charakter bauen kann, die sich immer eine Frau bauen. Ich finde, die sind unheimlich. Wie gesagt, ich baue immer Monster, wenn es geht. Aber wenn ich so selber komplett einen Charakter erstellen kann, weiß nicht, bei Tony Hawk, ein Skater oder bei irgendwelchen anderen Spielen, wo man halt ne, mehrere Charakterauswahl. So es gibt so Männer, die haben auch nicht mal einen weiblichen Charakter. Das könnte ich ja noch verstehen, wenn man mal so macht. Ne? Aber es gibt so Leute, so Männer, die bei jeder Möglichkeit in Videospielen immer Frauen spielen. Und ja, die ich kannte, waren immer irgendwie creepy. Die waren irgendwie immer unangenehm. Es wird gerade im Chat gesagt, ich kenne deinen Tony Hawk-Charakter. Ich habe mehrere. Einmal habe ich, der erste, den ich gemacht habe, war, glaube ich, so ein großer grüner Typ mit einem Totenkopfgesicht und einem stacheligen Iro, wie gesagt, Monster.
Und irgendwann habe ich eventuell mal so einen dicken YouTuber mit so einem Bandana gebaut und bin mit dem Skateboard gefahren. Das könnte vielleicht auch mal passiert sein, ja, aber... Also. Es verkauft sich wohl besser. Obwohl laut Ubisoft in den Spieletests die Auswahl 50-50 war, wenn es um Mann oder Frau ging. Okay. Das viel Interessantere ist aber, dass egal welchen Protagonisten man nimmt, beide die exakt gleichen Sachen im Spiel sagen. Keine dumme Entscheidung in der Entwicklung, denn so muss die Geschichte... Ja, und dann kann man sich auch nicht beschweren, oder? Außer wenn die dann über ihren Penis reden, dann ist komisch. Der Charakter unabhängig seines Geschlechts funktionieren. Und wie sich rausstellt, ist Cassandra als ungewohnt taffe Heldin super erfrischend. Es ist aber nicht immer die Lösung, dass man sich für ein Geschlecht bei der Charakterauswahl entscheiden kann. Denn manche Geschichten hängen eben mit dem Geschlecht des Helden zusammen. Ja, wenn die zum Beispiel pinkeln gehen müssen oder so. Ob die sich hocken oder stehen, das ist zum Beispiel wichtig. Nehmen wir den Bogen zurück zu Grand Theft Auto und nehmen... Stell dich mal vor, Trevor wäre eine Frau gewesen. Was da los gewesen wäre, wenn die so bei GTA gesagt hätten, na, wir haben jetzt hier Michael, der ist halt so gepflegt und wohnt in einem Haus und alles gut so und Trevor ist jetzt einfach eine Frau und das ist so ein tätowierter Junkie aus dem Trailerpark und die sagen, der ist jetzt eine Frau. Was da los gewesen wäre. Wir den fünften Teil unter die Lupe. In mehreren Interviews sprach sich Rockstar dafür aus, dass man weibliche Figuren nicht zur Effekthascherei nutzen wolle, dass es um drei Männer ginge und das Konzept, männlich zu sein, der Schlüssel zur Geschichte sei. Und ja, Michael lebt die Realität eines amerikanischen reichen Mannes, die Frauen so... Michael auch einfach, lebt die Realität... Ich kann es jetzt nicht mehr nicht sehen... dass GTA 5 einfach noch Serafu TV ist, oder? Hier, da ist Robin, hier ist Kalle, hier ist Herodes, oder? Also irgendwie, wenn man es einmal sieht, dann kann man es nicht mehr wieder vergessen. Eines amerikanischen reichen Mannes, die Frauen so eher nicht widerfährt. Über Franklin kann man sich streiten, denn auch Frauen haben ein zu großes Ego und machen manchmal dumme Sachen. Trevor hingegen hat keine Attribute, die in seinem Wahnsinn nicht genauso gut weiblich sein könnten. Ja gut, aber ich glaube, guter Stillframe, ich glaube, die würde sich doch safe genauso aufregen, wenn einfach Michael und Franklin so angepasste Typen sind und Trevor sozusagen so, hey, wir nehmen zwei männliche, eine weibliche Hauptfigur und die männliche ist einfach... abgefuckter, dummer Psychopath, der Leute foltert und einfach alles an negativen Eigenschaften in sich versammelt. Du würdest dich voll aufregen. Keine Attribute, die in seinem Wahnsinn nicht genauso gut weiblich sein könnten. Ja. Will ich also sagen, dass Trevor eine Frau hätte sein müssen? Ich schon. Ich hätte es geil gefunden, wenn Trevor eine Transfrau gewesen wäre. Aber... Also da wäre noch größerer Shitstorm und deswegen hätte ich es wahrscheinlich gewollt, um mir hier mehr Content anzugucken, aber... Nein. Aber dass sich Rockstar geht... Trevor lebt sogar noch, oder? Also bei GTA, die haben ja... Manchmal sind Charaktere ja wiedergekommen. GTA 6? Trevor Revival? Das wäre nicht unmöglich. Gegen eine Frau entschied, weil das... Stell dich mal vor, Trevor kommt mit so einer billigen Perücke und Schminke, Uwu. Das wäre so geil. Effekthascherei wäre, beweist, dass weibliche Figuren noch vor 10 Jahren als Auffälligkeit in Videospielen galten. Aber um etwas zu normalisieren, muss jemand anfangen. Das war offensichtlich nicht Rockstar, die dazu nicht den Schneid hatten. Aber immerhin ziehen sie jetzt nach. Zum Glück erkennen die allermeisten Spieler weibliche Figuren als gleichwertig an. Der Rest ist eine wilde Mischung aus Leuten, sind Hurensöhne, die offen frauenfeindlich sind und solchen, die weibliche Charaktere so sehr aus den Socken hauen, dass ihre Hose gleich mit verschütt geht. Hast du das selber geschrieben? Was ist denn das? Das haut sie so sehr aus den Socken, dass ihre Hose gleich mit verschütt geht. Charaktere so sehr aus den Socken hauen, dass ihre Hose gleich mit verschütt geht. Es ist ja okay, wenn man ein... Danke sehr, Clownsschuhe. Mich nervt es, dass man bei Missionen nur 70% des Loots bekommt, wenn man als Frau spielt.
Du kriegst 79%, ja. Ja, also 21% weniger. Deswegen spiele ich auch immer männliche Charaktere. Einfach damit die Charaktere mehr Geld kriegen. Das wäre doch geil, so als Schwierigkeitsschieberegler. Schwierigkeitsgrad, wenn du eine Frau bist, ist einfach höher. Kriegst weniger Loot und es tut doller weh, wenn dich wer trifft oder so. Kriegst Dickpics geschickt regelmäßig. Spielst so einen, bei so Spielen, wo du so ein Handy hast, so piep, piep, neue Nachricht und dann holst du raus, dass es einfach so ein Pimmel ist. Das wäre doch was. Einen weiblichen Charakter gut aussehen findet und man darf ihn auch sexuell attraktiv finden. Ja, aber man darf auch vor der Playstation ein bisschen wichsen, gar kein Problem. Könnt ihr ruhig machen. Über im Internet auszutauschen, wie oft man sich auf Lucia einen runtergeholt hat, ist halt fucking erbärmlich. Alter, wer wichst denn auf Videospielfiguren? Ist reine Objektifizierung von Frauen. Und wenn man... Also die Szene haben sich auch schon 10-mal gezeigt, ne, wie diese Frau da auf dem Autodach rumtwirkt. Weibliche Charaktere deswegen gerne spielt, weil der Anblick so nett ist, dann ist man kein Frauenfreund, sondern eklig. Ja, oder beides vielleicht. Also ich finde komisch, dieses Objektifizieren. Ich bin ja als Demisexueller, hätte ich ja gar keine Lust, attraktive Frauen zu objektifizieren, weil dein Handy ja gar nicht mehr attraktiv. So, ich hasse das immer richtig, wenn du so mit Frauen redest und dann merkst, dass die richtig dumm sind. Voll scheiße. Meine Freundin ist zum Glück hübsch und klug. Deswegen, ich subjektifiziere die. Sonst hätte ich halt keinen Bock mehr auf die. Kann ich ja auch mir so eine Real-Doll-Puppe kaufen oder so. Das ist ja auch kacke. Dann doch lieber einen Hund. Ja, lieber einen intelligenten Hund als eine dumme Frau eigentlich. Der Grund, warum Frauen... Wenn er so Kunststückchen kann oder so. Vielleicht kann der, weiß ich nicht, so ein bisschen Rolle machen und so und Platz und so. Wäre mir schon lieber als... Ich sag's nicht. Auch in Spielen nicht zum Objekt degradiert gehören und es wichtig ist, dass es Frauen in Spielen gibt, ist dabei der gleiche. Es geht um Repräsentation. Ja. Menschen kopieren. Repräsentation. Also wenn Leute. Aber das, ich finde das immer sehr unfair, wenn man sowas bei Musik oder Games oder Filmen oder so fordert. Ich finde, man kann das bei den Major-Produktionen machen, die quasi vergleichbar sind mit Popmusik. Da kannst du vielleicht sogar sagen, ey, ihr seid irgendwie das große Hollywood, bla, irgendwas, ne? Oder weiß nicht, ihr sagt Activision, EA, irgendwie sowas. Da kannst du sagen, ihr sollt irgendwie, ne, ihr seid für die Masse. So, da kann man ein bisschen irgendwie sagen, macht mal so, macht mal so. Aber ich finde, bei so Indie und Underground und so, da habt ihr die Schnauze zu halten. Da macht der Künstler das, was der Künstler für Kunst hält. Da hat sich gar keiner einzumischen. Ne, da kann man auch sich dann nicht beschweren. Da kann man dann nicht sagen, bei dieser Indie-Produktion, was von ein oder zwei Typen produziert wurde. Ja, das ist Kunst. Lass Kunst in Ruhe. So, Kunst kann jeder herstellen, wie er möchte. So, da habt ihr euch gar nicht zu melden. Und fiktive Charaktere sind auch für Frauen. Wie gesagt, das ist mehr Design als Kunst. Ne? Vorbilder. Ja. Wegen Kate Archer aus No One Lives Forever habe ich überlegt, Spionin zu werden. Wegen Super Mario habe ich überlegt, Klempner zu werden. Wegen Agent 47 habe ich überlegt, ein Massenmörder zu werden. Wegen Tropico habe ich überlegt, Diktator zu werden. Hat leider nicht gereicht zur Spionin, ist jetzt nur PC-Games-Journalistin. Wegen Kate Archer. Quirin Magio habe ich Pilze genommen. Wegen Donkey Kong habe ich neulich im Zoo einen Affen gefegt. Aus No One Lives Forever habe ich überlegt, Spionin zu werden. Wegen Lara Croft habe ich mich in der... Alter, das ist mein Vorbild. Als ich das gespielt habe, habe ich gedacht, Alter, der will ich sein. Ich wäre gerne dieser Pixelklotz. Das ist mein Vorbild hier. Archäologie ausprobiert. Wegen weiblichen Wissenschaftlerinnen in Büchern habe ich eine Zeit lang Physik studiert und wegen Eine Zeit lang Physik studiert. Ein Semester, dann war zu schwierig. Ich habe eine Zeit lang Physik studiert. Das ist ja eigentlich schon der Beweis dafür, dass du es nicht hingekriegt hast. Eine Zeit lang studiert. Okay. Hast du einen Abschluss? Bachelor? Master? Welchen hast du denn? Coolen Badass-Elfen kann ich Bogen schießen. Wenn
Ich habe eine Wissenschaftlerin gesehen, dachte, Mensch, Physik studieren, habe ich ein Jahr verschwendet. Nicht funktioniert. Wenn diese Heldinnen in meiner Kindheit nicht existiert hätten, wäre mein Weg ein anderer gewesen. Und ich hätte das Medium Videospiele auch nie so lieben gelernt, um Redakteurin dafür zu werden. Hätte ich stattdessen in Physik den Abschluss bekommen, dann wäre ich auch keine PC-Games-Redakteurin. Nur die Damsel in Distress gesehen, wäre mein Traum vielleicht gewesen, irgendwann den perfekten Typen zu heiraten, der mich aus meinem Turm befreit. Ja. Und ich bin ehrlich, ich bin viel zu rechthaberisch, abenteuerlustig und vor allen Dingen chaotisch, als dass eine Ehe mit mir am Herd lange gut gehen würde. Alter, das ist doch Satire. Ich bin also um jede Frau dankbar, die nicht als hübsch anzusehende Deko im Spiel platziert ist. Mal ehrlich, mich will doch eh keiner heiraten. Okay. Persönlichkeit besitzt und sogar so etwas wie Ziele im Leben hat. Ich bin auch dankbar für jede Frau, die nicht dem perfekten eurozentristischen Schönheitsideal entspricht und die... Forza hat mich zum Furzen gebracht. Auch. Ja, welches eurer Lieblingsvideospiele hat euch dazu gebracht, was zu machen? Binding of Isaac hat mich dazu gebracht, meinen Sohn zu quälen und zu vernachlässigen, damit ich ihm diese Erfahrung auch mal... Na ja, gut. Tarkov hat mich radikalisiert. Hab ich auch gehört. Trotzdem nicht für ihren Körper verurteilt wird, oder? Wegen Puller-Alarm habe ich angefangen zu pinkeln. Okay. Wegen Wolfenstein bist du zum Furry geworden. Hogwarts Legacy hat mich dazu gebracht, Gronkh zu schauen. Das ist problematisch. Das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung. In irgendeiner Art. Pokémon hat mich dazu gebracht, warte, was? Pokémon hat mich vom Lernen abgehalten. Mich hat es dazu gebracht, illegale Hundekämpfe in meiner Garage zu veranstalten. Gesagt, los Hunduster, beiß mal den anderen Hund. Anderen Formen bewertet. Spiele dürfen mit Stereotypen spielen, aber das... Aber Spiele dürfen das schon, aber... Ihr dürft euer Spiel so programmieren, wie ihr wollt, aber... Ja? Ich komme bei euch in die Redaktion rein und sage, aber... Na, was habt ihr da so programmiert? Hier ist euer Character Sheet. Ne, der Charakter, den nochmal ändern, bitte. Es sollte im besten Fall clever gemacht sein. Spiele dürfen humorvoll sein und Karikaturen zeigen. Aber? Spiele dürfen aber auch ernst sein. Und Frauen... Spiele dürfen Spaß machen, aber dürfen auch ernst sein. Die dürfen, krass, die dürfen beides. Die dürfen ernst, die müssen aber nicht ernst. Als normale Menschen darstellen. Mario hat mich dazu gebracht, eine Pizza zu essen. Ich hoffe mitzuerleben, dass nicht eine gut. Videospielheldin irgendwann keine Sonderstellung mehr hat und niemand darüber redet, dass... Ihr hattet doch gar nicht. Hä? Wie gesagt, es gab schon auf dem Super Nintendo welche. Muss halt die richtigen Spiele raussuchen. Muss halt Nintendo Supremacy enjoyen. Da war das immer in Ordnung. Das sind halt nur ihr PlayStation-Asis, die das nicht hinkriegen. Dass ihm die Figur nicht passt, weil sie unrealistisch ist, weil sie nicht so hübsch ist und weil sie zu perfekt ist. Gib halt doch einfach keinen Fick darauf, was irgendein Vollidiot in der Taz geschrieben hat oder in der Zeit oder was weiß ich wo. Oh, in der Zeit hat einer geschrieben, dass Lara Croft ihm nicht gefällt. Ja, na und? Das ist halt irgendein Dummkopf, der in der Zeit eine Kolumne schreibt. Scheiß halt auf den, oder? Weil sie eine Frau ist. Geil. Hammer Beitrag. Hat mir gut gefallen. Dieser redaktionelle Beitrag entstand unabhängig. Antonia ist das gewesen. Ist das Antonia? Ist die da bearbeitet oder hatte die das echt? Ja, das ist die, ne? Die hat nur hier hat sie halt eine geilere Frisur. Erkennt man kaum wieder. Okay. Cool. Lies die Kommentare. Ich gebe dir erstmal einen Daumen nach oben, weil ich den Beitrag so gut fand. Top-Kommentar ist, wenn eine Figur schlecht geschrieben ist, dann liegt es nicht am Geschlecht, sondern daran, dass die Figur schlecht geschrieben ist. Richtig. Das ist der Grund an der Sache. Und das ist auch der Punkt, Alter, er schreibt hier so ständig in Caps Lock, wenn er was betonen will, den ich immer wieder und gern ankreide. Und ja, männliche Charaktere fallen als mindestens genauso schlecht auf. Blablabla, ist mir zu lang. Haben wir hier nicht auch... Mir ist es egal, welches Geschlecht die Charaktere haben, solange sie gut geschrieben sind.
Komm, ich schreibe auch einen Kommentar. Mir ist es völlig egal, welches Geschlecht der Hauptcharakter hat. Wichtig ist mir nur, dass er einen dicken Pimmel hat. Kann mich sonst nicht gut mit dem identifizieren. So. was haben wir hier sonst? Kratos ist also ein schlecht geschriebener Soziopath. Dass er ein Doppel-S, dass er aber gerade seine Frau beerdigt und jetzt völlig auf sich gestellt ist, es ihn komplett überfordert und er jetzt seinen Sohn alleine erziehen muss und deshalb so reagiert, wird einfach weggelassen. Okay. Ja, gut. Der Vergleich zwischen Drake und Croft hinkt allerdings gewaltig. Drake stand im Gegensatz zu Croft nicht fast einem Nervenzusammenbruch gegenüber, um dann diesen nach nur wenigen Augenblicken zu egalisieren. Das ist ja der Punkt, den der Chat hier auch gesagt hat, ne? Schlechte Zeiten bringen gute Menschen hervor und uns ging es die letzten Jahrzehnte einfach zu gut. Ja, okay, bla bla. Mein Gott, ist doch egal, ob Frau / Mann oder whatever, solange das Spiel unterhält und eine gute Story hat. Mir ist es wurscht, ob ich Lara Croft steuere oder Nathan Drake. Beide sind der Hammer, sagt Handsome irgendwas, Handsome Stony. Also für Miami sind die Frauen in GTA 6 alle sehr realistisch. Miami ist auch so ein bisschen das Saarland von Amerika, ne? Geil. GTA 6, in GTA 7 einfach in Saarbrücken, das wäre geil. Oh, guck mal, wer hier ist. Warum alle plötzlich Terroristen feiern? Das ist einfach Bin Laden auf dem Thumbnail. Geil. Ich feiere den auch. Warum nicht mal ein Videospiel mit Bin Laden in der Hauptrolle? Immer so, Frauen und Männer. Ne, darüber wird immer diskutiert. Und dann sagt man, ja, wir nehmen hier so einen amerikanischen Mann, eine amerikanische Frau. Immerhin, ich will mal Bin Laden spielen. Da kann auch eine Frau sein, auch okay. Solange ich mal Bin Laden spielen darf. Das wäre cool eigentlich. Ich vermisse die Zeit, als Spiele einfach gespielt wurden und man Spaß hatte, ohne alles hinterfragen zu müssen. Ja, stimmt, Microsoft Flug Simulator gibt's ja schon. Nicht schlecht, du hast unter den 800.000 Kommentaren unter dem GTA 6 Trailer ganze 5 Stück gefunden, die sexistisch sind. Glückwunsch. Okay. Ja, komm, bla bla. Aber ein guter Beitrag, hat mir gefallen. Fand ich cool. Danke, PC Games. Muss man die abonnieren? Machen die öfter so gute Beiträge? Sonst ist es relativ langweilig, oder? Sonst ist doch bestimmt so wie hier, guck mal, da kommt irgendwie ein neues Spiel raus. Kleiner Trailer. Bisschen bla bla, ne? So, oh, in GTA sieht man dies und jenes. Anzeige. Guck mal, die haben hier Werbeclips einfach. Nintendo Switch Online, so holt ihr das Maximum und dann ist einfach komplettes Werbevideo, oder was? Geil. Anzeige, das kreativste Zelda aller Zeiten. Guck mal, bei den Nintendo-Dingern, die muss man immer kaufen. Sonst machen die hier so Reviews irgendwie über SteamWorld Build und über Fallout und so. Und wenn dann hier was über Nintendo ist, dann steht da immer Anzeige davor. Da müssen die das immer, muss Nintendo das immer kaufen, dass die darüber berichten oder wie. Da wird dann hoffentlich auch nur positiv berichtet. Ja, ich fand, das war wahrscheinlich der beste Beitrag seit langem. Ich fand den cool. Gut. Tschüss.